Hallihallo Leute, schön, dass ihr wieder da seid und heute geht es weiter mit einem neuen Opening. Und zwar einer Ultra Prisma Top Trainer Box. Jetzt neu gerade auf dem Markt erschienen mit dem neuen Set, dem Ultra Prisma. Ja, wie das mit den Boxen so gewohnt ist, 8 Booster sind drin, natürlich die Energiekarten. So ein kleiner Ordner, um die Karten einzusortieren, Schadenswürfel und noch ein paar Statusmarken müssten das sein. Und dazu eben auch noch ein paar Kartenhüllen. Ich finde die Trainerboxen eigentlich immer preislich relativ in Ordnung, wenn man überlegt, dass da 8 Booster drin sind und die, naja, für 4 bis 5 Euro ja schon weggehen, hat man für den Preis die Booster eigentlich schon draußen. Und dann zumindest auch noch ein paar Hüllen dabei. Das ist zumindest nie verkehrt. So. Schauen wir uns die Box mal an. Von außen. Wenn ihr sehen wollt, was da drauf geschrieben steht, kurz pausieren. Und dann öffnen wir es mal. Ja, die Verpackung innen drin, wenn man sie aufmacht, ich mache das eigentlich eher ungern. Innen drin sieht man meistens auch noch ein schönes Bild, dass man den Karton aufgemacht hat, dass man naja, einen schönen Hintergrund quasi noch dazu hat. Aber ich will den Karton jetzt auch nicht zerroppen dafür. Wir haben hier einen Spielerguide, in dem nochmal die groben Regeln erklärt werden und in welchen, also welche Karten in dem Set alle vorhanden sind. Jetzt hier in dem, glaube ich, wurden die Prisma-Karten eingeführt. Und ja, ein paar schöne Secret Rares sind auf jeden Fall mit dabei. Vielleicht erwischen wir diesmal eine. Schön auf dem Cover vorne natürlich Necrozma in seiner Gestalt, nachdem es mit Lunala fusioniert ist. So. Hier sehen wir schon mal die Würfel. Innen drin die 8 Booster. Holen wir die schon mal raus. Euch kommen wir gleich. Natürlich die Codekarte für den oder die Glückliche, die jetzt schnell genug ist. Hier haben wir, ich denke mal, das sollten Abstandshalter oder sowas sein, hier für die Box. Natürlich die schönen Hüllen. Allein dafür lohnt es schon fast. Die Energiekarten. Und natürlich die Marke. Also für diejenigen, die neu ins Spiel dazukommen, eigentlich ein relativ guter und schöner Start. Gerade auch noch mit den 8 Boostern, da sollte man auch schon einiges auch rausbekommen. Für diejenigen unter euch, die das ernsthaft spielen und nicht nur sammeln, ist es auf jeden Fall, die es vielleicht anfangen wollen, eine gute Startmöglichkeiten. Diese Trainerboxen sind generell immer sehr, sehr schön, finde ich. So, dann würde ich sagen, machen wir uns einmal an die Booster. So. Fangen wir an mit dieser schönen Giratina. Diesem schönen Giratina-Booster. Dass ich diesmal nicht versuche, so zu zerroppen. Was mir allerdings auch nicht gelingt. Jedes Mal dasselbe mit den neuen Boostern. Ah, nicht sinsen. Zwei, drei. Und die Energiekarte. Weg damit. Fangen wir an mit Knacksel. Die Lebellpfeife. Pliprin, Glibunkel,
Bronze, Kaumalat, Pacherizo, Ianma. Wow, 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 Darkrai. Das geht schon sehr gut los. Das ist doch schon eine von den Prismenkarten. Schön, in, wollte schon fast sagen, in der Darkrai Booster, aber es ist ein Giantina Booster. Das ist doch schon klasse. Und als seltene. Oh, 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 es geht gerade weiter. Und als seltene gerade schon eine Volipurba GX. So lobe ich mir das doch. Klasse. So, weiter mit einem Solgaleo Booster. Natürlich ein Necrozma Solgaleo Booster. Ja. So. Die Codekarte. 2, 3. Und weg mit der Energie. Fangen wir an mit Schnurgast, Aggregatenergie, Rotom, Araqua, Kaumalat, Pionscorer, Schlurp, Panflam, schönes Artwork, die Reverse von einem Mangunio und die seltene ist ein Frostrotom. Mal außerhalb von seinem Pokédex. Als Kühlschrank. Machen wir weiter mit einem Volipurba Booster. Und Zerroppen auch gerade das ganze Booster dabei. Because why not? Weg mit der Stahlenergie. Weiter mit einem unbekannten Fossil, der Elektrodisk, Lebel, Chelast, Electek, Haspiro, Bubungus, Magma, Skunk Tank, Type 0, als seltene, das war's schon, keine Reverse, habe ich das schon gerade übersehen. Das war unsere Reverse von Skunk Tank. Und ein, ja, Type 0 als selten. Weiter mit einem schönen Giratina Booster. Ich habe für einen Moment gedacht, was ist denn da passiert? Type 0 als normal. Das wäre etwas, seltsam gewesen. So, Wasserenergie. Es ist schwer hier nicht schon zu ahnen, was man als seltene Karte hat. Wegen dem schimmernden Rand. Es ist ein bisschen schwer dann. Fangen wir an mit einem Bronzong. Der Feuerdisk. Karain. Cosmog. Chelast. Electek, Kikugi, Charmian, Entschuldigung, ein Aranesto als Reverse und als seltene haben wir ein Hippoteros. 2, 3, 4 Booster, Hälfte haben wir. Und weiter mit einem Necrozma Lunala Booster. Karte. 1, 2, 3, 4. Starten wir mit einem Fluchtboard, dem Kraterwerk, Rotom, Kikugi, Charmian, Schneebedeck, Hippotas, Shinux,
eine Reverse von Pion Scorer. Und die seltene ist, eine Full Art. Eine Full Art von Kaguron. Sehr schön. Das ist bis jetzt ein ziemlich gutes Glück, würde ich mal sagen. Bei 4 Boostern. Nicht schlecht. Weiter mit einer Solgaleo. Mit einem Solgaleo Booster. Beziehungsweise natürlich Necrozma. Ich finde es ja schön, dass sie die Idee von Pokémon-Fusionen von Schwarz und Weiß wieder aufgefasst haben. Jetzt hier in Ultra Sonne und Mond. Ist auf jeden Fall wieder eine nette Idee. So, drei. Ich wünsche nur, sie würden ein paar mehr Fusionen mal wieder machen. Weil die Grundidee an sich ist eigentlich da nicht schlecht. Fangen wir mal mit einem Skunk Tank. Cynthia. Cosmovum. Schneebedeck. Kramurx. Kaumalat. Araqua. Skunkaboo. Das Adressbuch als Reverse. Und als seltene haben wir ein Snibuna als Holo. Auch ein schönes Artwork für die Karte. Also bis jetzt ziemlich viel Glück, würde ich mal sagen. Zwei Booster haben wir noch. Also selbst wenn da jetzt nichts drin wäre, kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Bei 8 Boostern jetzt schon 4 gute Karten mit drin. Machen wir weiter mit dem letzten, dem vorletzten. Einem Volipurba Booster. Und ich versuche gar nicht mehr die Booster noch schön aufzumachen. Das klappt sowieso nicht. 1, 2, 3. Und die Kampfenergie. Weg damit. So. Wir haben Schlappohr. Aggregatenergie. Luxio. Evoli. Alola Vulpix mit einem sehr schönen Artwork. Guckt euch das mal an. Sehr süß. Skunkaboo. Mangunio. Roselia. Aggregatenergie als Reverse. Und als seltene haben wir ein Kapufalla. Und als letztes Booster haben wir ein letztes Giratina Booster. Und schauen, was es für uns bereithält. So. 1, 2, 3 vorne. Mit der Stahlenergie. Beginnen tun wir mit Mars. Eine Elektrodisk. Boygilin, genau. Mangunio. Roselia. Cosmog. Chelast, Electek, Magma und die seltene. Oh. Es ist schon wieder eine Full Art Karte. Die seltene ist. Wow. Nicht nur Full Art, Secret Rare. Ein Morgenschwingen, Necrozma. Das hätte ich nicht erwartet. Wow. Klasse. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Wie ist da nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass da eine rausgezogen wird? Eine in 100 Boostern? Oder sowas in der Art? Also, wahnsinnig viel Glück gerade. Wow. Also, ich würde sagen, das war ein anständiges Opening. Danke, dass ihr dabei wart. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, da werden ähnliche Ergebnisse da sein. Macht's gut. Ciao.